It's Tooltime. So, wieder mal an einem Boxing. Heute mal über mit dem schönen Hintergrund eines Mitteldiffs-Halters. Ja, kann man sich gar nicht satt genug dran sehen. Ja, hier muss ich mir vielleicht noch mal irgendwie einen Schutz drüber basteln oder vielleicht gibt es da irgendwie was dafür. Muss ich mal schauen, weil da wollte ich mit dem Finger nicht reinkommen. Und so wie bei einem Kollegen, oh, ich habe dort dreckige Finger vom Basteln, wo das Diff auseinandergeflogen ist und genau hier oben rein ist eine Kugel von einem Kugellager da reingelandet und hat alles geschrottet. Das muss auch nicht sein. Also deswegen vielleicht so ein Schutzding darüber für Dreck. Aber jetzt sind wir ja hier beim Unboxing. Und ja, bin mal gespannt. Sieht wieder sehr China-lastig aus, aber da habe ich es nicht bestellt. Glaube ich zumindest nicht. Muss ich einmal kurz gucken. Erstmal ein bisschen frische Luft aus China und Fujiwara radioaktive Strahlen dabei sind. Aber wenn in China irgendwo ein Kraftwerk hochgeht, da wird wohl wahrscheinlich auch keiner was sagen. Ja, jetzt habe ich schon zum zweiten Mal einen Laden gehabt. Da habe ich mir so ein kleines Tütchen mitgenommen, so vom Baumarkt, so ein winziges Tütchen. Da sagt sie, ja, das sind die, die in der Weltmeere rumschwimmen. Also man wird immer öfters angehauen. Und ich denke da immer an diese schönen Fässer in den 70er Jahren mit dem Atommüll, was sie in einem Andreasgraben versenkt haben. Die sind mit Sicherheit schon durchgerostet und das fressen wir jetzt auch schon mit. Also wir leuchten bestimmt auch schon im Dunkeln. So, was haben wir da was Schönes? Ja, wer Englisch mächtig ist. Aha, schade, dass das so zerdeutscht ist. Hätte ich mal so eine Verpackung verwahrt man mal ganz gerne. Was haben wir denn da? Die Spannung steigt. Ja, fangen wir jetzt mal hier mit an. Was ist das? Eine Erkennungsmarke vom Bund, vom Militär oder was? Oh, bin ich überhaupt wild? Sieht fast so aus wie von Amerikaner hier, die Kette, die die Soldaten normal hängen haben, aber das wird wohl eher eine Flöte sein. Oh. Dreiklang. Ja, wo immer man das so braucht. Jetzt kommen wir zu dem, was überhaupt angesagt ist. Ja, das ist in der Kindheit, ja, wie soll man sagen, da wollte man immer mal gerne sowas haben, hatte das aber nie irgendwie am Start gekriegt, wusste nicht woher. Und ja, ein Schlüssel, der überall reinpasst, ne? Ja, vom wegen. Ja, das ist ein Magnesiumstab und damit macht man Feuer. Jetzt ziehe ich das mal kurz auf. So. Das ist zum Schaben. Und wenn ich das jetzt mache, brennt mein Tank. Ja, das hat man nie gemacht. Ich traue mich das gar nicht. Ich mache das mal einmal für mich und nicht hier drüber. Ah, ja, ein bisschen kann man es mal machen. Man sieht, es funkt wie Sau. Da fliegt schon der erste Funken hin. Das lassen wir mal schön bleiben hier über dem Tank. Da habe ich keinen Bock, dass ich da einen Rauch aufgehe. Ja, ein Magnesiumstab ist das, glaube ich. Und da ratscht man hier mit rüber, hier noch mit Zentimetermaß dran. Ist ja ganz wichtig, wenn man Fische fängt, da muss man wissen, wie groß die sind, ne? Diese riesen Wämsen vom Fische. Da kann man wohl Ölsardin mitmessen, ne? Dann schön in eine Dose packen. Ja, dann ist hier noch irgendwie so ein Tool, weiß ja Geier, wofür das ist. Ich nehme mal an, dass das eher ein Flaschenöffner ist. Hier ist auch nochmal, das eine war, glaube ich, Millimeter, das andere war Inch, ne? Ja, oder Zoll, so. Naja, wie auch immer. Aber das ist ja mal nicht schlecht, ne? Ja, geil. Was soll ich dazu sagen? Hat jetzt nichts mit Modellbau zu tun, aber mit dem Pfadfinder. Und allzeit bereit muss man ja sein. Und wenn mal alles nass wird, dann muss man wenigstens noch zündeln können. Und nie mit Feuerzeug. Früher haben wir das mit der Hand gemacht, immer Stock gedreht, bis wir Feuer hatten. Ja, heute macht man das bei der Pfadfinder mit so einem Pin wahrscheinlich. Und mit der Pfeife, da macht man sich bemerkbar, wenn die Heide brennt oder ja, wenn die Feuerwehr kommen soll. Oder beziehungsweise, wenn ein Kumpel verloren gegangen ist, findet man den dann nochmal wieder. Jetzt habe ich keinen Bock mehr, lange genug gesabbelt, dreckige Finger hier. Ja, ich bin hier gerade noch am Basteln an meinen neuen Ständer für den Losi 5D. Und da habe ich mir so eine Schale gebaut für unten drunter zum Sachen ablegen. Und das ist ja normalerweise so ein Musikboxständer. Der umfunktioniert ist, werdet ihr noch sehen in den nächsten Videos. Plus, der ist so groß, wenn ich den filme, ja, dann habt ihr mein ganzes Haus gesehen. Ne? So, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Nicht vergessen. Ciao.